Der Displaytausch vom iPhone kostet im Laden, wenn man es günstig kriegt, rund 80 Euro. Bei eBay sind die Teile aber noch günstiger. Man könnte ein Display auch für 40 Euro oder sogar weniger tauschen, wenn man es selber macht. Ob sich das lohnt und wie einfach das ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Der verwundbarste Teil am iPhone ist zweifelsohne das Display. Das kann man tauschen, das kann man auch selber tauschen, allerdings sind da ein paar Schritte mit verbunden. Das erste, was man tun muss, ist, sich ein Reparaturkit zu kaufen, wie dieses hier. Das kriegt man bei eBay für 30, 40 Euro und enthalten ist ein Schraubenzieher, zwei Schraubenzieher, ein Saugnapf und ein Plastikspatel, um das Display aus der Halterung zu heben und Kontakte zu lösen und so weiter. Dazu aber später mehr. Mehr ist da nicht drin. Da war noch eine Anleitung drin, die aber nicht den Umbau betitelt hat, sondern einfach nur einen Screen-Test bezeichnet. Damit kann man gar nichts anfangen. Man sollte also schon wissen, wie es geht oder im Internet ein Video suchen, wie zum Beispiel dieses hier, denn wir gehen das jetzt Schritt für Schritt durch. Schritt Nummer 1. Wir nehmen uns einen Pentalobe-Schraubenzieher. Das ist dieser hier, nicht der Kreuzschraubenzieher, sondern der andere. Das ist so ein, wie viele Ecken hat das? 1, 2, 3, 4, 5, klar, Penta. Und dann müssen wir die Schrauben hier unten lösen. Was dabei hilft, ist einmal diese Unterlage hier. Die ist jetzt noch für das iPhone 4S, aber fürs 5er tut es das auch. Was hat die für einen Zweck? Die hat ganz viele Löcher. Da kann man die Schrauben reinlegen, die man gelöst hat. Wenn ich das nämlich hier hinlege, sehen wir schon andersrum. Dann sieht man hier und hier kann man die Schrauben unten reinlegen und so weiter und so fort. Was auch helfen kann, ist dieser Magnetisierer bzw. Entmagnetisierer. Dann nehme ich meinen Schraubenzieher, packe den bei Magnetisieren rein, gehe so ein bisschen da durch und schon habe ich einen magnetischen Schraubenzieher. Wozu ist das gut? Die Schrauben haften da dran und ich muss mir keine Sorgen machen, dass die ins Gehäuse fallen. So, jetzt aber nur wirklich ans Gerät. Um das Display aus dem ganzen Gehäuse zu lösen, muss man einfach nur diese beiden Schrauben auf der Unterseite lösen. Und schon kann man das dann abheben. Das machen wir jetzt mal kurz hier. Eine Schraube ist schon raus, die zweite auch. Zack. Wer sowas nicht hat, übrigens, was auch wunderbar hilft, ist doppelseitiges Klebeband. Da kann man die Schrauben einfach drauflegen und die rollen nicht weg. Wenn man sich da noch aufmalt, wo die herkommen, kann eigentlich nichts schiefgehen. So, dann nimmt man sich einen Saugnapf wie diesen hier oder, was auch hilft, einen Saugnapf wie diesen hier. Da ist noch ein Schlüsselring mit drin. Der hat den großen Vorteil, dass ich dran ziehen kann. Das wird hiermit ein bisschen schwierig. Müsste man ja zu Hause haben, so ein Ding. Um das Display dann abzuheben, einfach den Saugnapf so nah wie möglich an den Home-Button anbringen. Hier. Gucken, dass da ein bisschen Zug drauf ist und dann einfach anheben. So, da das ein defektes Display ist, haben wir jetzt schon die Einzelteile in der Hand. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber dafür haben wir ja auch das neue Modul da. So, hier ist der Home-Button, den müssen wir gleich wieder fachgerecht einbauen. Und ja, wie kriegen wir jetzt das restliche Display da raus? Das ist jetzt ein bisschen Fummelarbeit, aber das kriegen wir auch noch hin. Normalerweise sind die Teile am Stück. Das heißt, man würde dieses ganze Teil, was man jetzt hier sieht, auch noch mit rausziehen. Da ist dann die Frontkamera drin. Und wie das dann aussieht, das schauen wir uns im nächsten Schritt an. So, mit diesem Spatel konnte ich das jetzt so ein bisschen rauslösen hier. Das sieht man schon. Es ist nicht mehr im Bestzustand, aber so komme ich zumindest daran, dass ich dieses Teil hier rauslösen kann. Dafür gehe ich dann einfach nochmal hier am Rand entlang und hebe immer so ein bisschen an. Ich muss das jetzt hier mit ein bisschen mehr Gewalt tun, damit ich es überhaupt rauskriege. Und wenn es dann geklappt hat oder bei einem intakten Display, dann sieht das Ganze so aus. Dann hat man hier den Akku, hier ist das Logic Board drunter und hier oben sind die Anschlüsse für das Display. Wie kommt man jetzt da dran? Ganz einfach, man braucht einen kleinen Kreuzschraubenzieher, der ist auch im Reparaturkit mit drin. Was auch wieder hilft, einmal kurz magnetisieren und dann einfach drei Schrauben lösen. Das sind diese drei hier. Eine Schraube, ich lege die jetzt einfach mal da rein. Zweite Schraube. Auch da rein. Und die dritte Schraube. Die dritte Schraube ist erfahrungsgemäß ein bisschen länger beim Sortieren, also darauf achten, dass man auch nachher beim Rückbau die richtige Schraube für das richtige Schraubloch benutzt. Und dann ist diese Platte hier schon lose. Die kann man einfach ein bisschen zurückschieben und dann mit den Fingern vorsichtig rausnehmen.
Allerdings sollte man tatsächlich darauf achten, dass man keine anderen Kabel irgendwie beschädigt. Was hier hilft, ist eine Pinzette. Die habe ich jetzt gerade nicht. In guten Reparaturkits liegt die bei. Da kann man nämlich dann einfach nur die Metallplatte greifen und die mit ein bisschen Wackeln rauslösen. Das ist jetzt hier ein bisschen tricky, aber geschafft. Hier ist die Metallplatte. So, dann hat man hier drei Kontakte und die muss man einfach nur lösen und hat dann das Display rausgenommen. Das geht, indem wir wieder diesen Spatel nehmen und dann einmal hier so leicht drunter gehen, immer mit der Kante leicht drunter gehen und das anheben. Da ist mir gerade die Schraube entgegengekommen, die tun wir jetzt da rein. Und dann auch noch hier, zack, angehoben. Und die letzte ist hier drunter. Das ist eine Platte unter der Kabelverbindung. Da muss man vorsichtig sein, dass man da nicht zu früh dran reißt. Aber sobald die gelöst ist, haben wir das komplette, jetzt noch kaputte Displaymodul und können mit der Reparatur beginnen. Dieses ganze Teil gibt es übrigens auch komplett bei eBay. Das kostet ungefähr 30 Euro mehr als nur das Display. Wer jetzt an dieser Stelle schon gerne die Reparatur beenden würde, sollte sich das dringend kaufen, weil dann verbindet man einfach 1, 2, 3 Kabel, schraubt die Platte wieder drauf, einmal zuklappen, Reparatur beendet. Wir haben uns für die günstigere Variante entschieden, um eine Konkurrenz eben zu sein zu dem Laden, wo man es für 80 Euro komplett mit Reparatur bekommt. Und die verbirgt sich hier drin. Das ist dann nur das Display. Das sieht so aus. Ich zeige das mal eben. So sieht das aus. Das ist einfach nur die Displayplatte. Und wie man die austauscht, den Homebutton übernimmt und die Frontkamera, das im nächsten Schritt. Da wir jetzt nur das Display haben, müssen wir ein paar Teile aus unserem eigentlich defekten Bauteil, man sieht das hier nochmal ganz schön, aus unserem eigentlichen defekten Bauteil übernehmen. Das ist einmal hier diese Platte, der Homebutton und die Frontkamera. Machen wir jetzt, das schraube ich alles einmal lose und dann bauen wir das auf das neue Display drauf und hoffentlich funktioniert das iPhone dann noch. Vorher ging es noch, allerdings wie gesagt mit dem losen Display. So, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe einfach die Schrauben gelöst, die da waren, nämlich einmal hier auf den Seiten jeweils zwei, hier unten war eine drin und hier oben war noch eine drin. Um das anheben zu können, habe ich auch noch die Frontkamera entfernt. Die verbirgt sich hier und habe das Ganze dann einfach mal auseinandergefriemelt. So, mehr haben wir nicht. Wir müssen jetzt nur noch den Home-Button eben losschrauben. Das ist auch relativ schnell gemacht. Das sind hier zwei Schrauben unten. Eins. Und zwei. Was übrigens helfen kann beim Auseinanderbauen, ist, sich selber dabei zu filmen, wie ich das jetzt gerade mache, um dann, wenn man später nicht mehr weiß, was man genau gemacht hat, einfach zurückspulen zu können. Und schon kann man nachverfolgen, welche Schritte man durchgegangen ist, um nichts zu vergessen. Das hier ist der Home-Button vom iPhone, legen wir auch dazu. Das hier inklusive diesem eigentlich noch funktionierenden Display können wir weglegen, das ist kaputt. So, jetzt geht's an die Reparatur. Um das neue Display einzubauen, müssen wir natürlich gucken, dass wir die Sachen da wieder einbauen, die wir aus dem kaputten Display entnommen haben. Denn sonst haben wir zum Beispiel keinen Home-Button oder keine Frontkamera. Deswegen müssen wir das alles zurückrüsten. Das machen wir jetzt. Und dann müssten wir eigentlich in wenigen Minuten diese Reparatur abgeschlossen haben. Also, womit fangen wir an? Erstmal alles reinlegen, beziehungsweise erstmal Aufkleber lösen. Erstmal alles reinlegen, was da so rein muss, sprich Homebutton und Frontkamera. Und dann später noch den Metallrahmen hinten drauf oder ist sogar noch eine Folie drauf. Wie toll. Und dann einfach zumachen. Gucken wir uns an, wie das funktioniert. Der Home-Button besteht aus zwei Teilen. Das ist einmal dieses Teil hier und natürlich dann auch der Button selbst. Der lag eben außen an. Das würde ich, glaube ich, nicht machen, sondern der muss einfach hier in diese Aussparung rein und dann von hinten verschraubt werden. Sonst hat man den nämlich immer lose rumfliegen. So schließt er nämlich auch plan ab. Es ist vorher Opfer eines Unfalls geworden, das iPhone. Und deswegen ist das alles so ein bisschen durch die Gegend und nicht ganz da, wo es eigentlich hingehört. Aber dafür gibt es ja diese Reparatur. So, da jetzt wieder die zwei Schrauben rein, die ich vorher da rausgeholt habe. Das sind diese hier.
auch wieder Kreuz. Also es gibt tatsächlich sehr viel Kreuzschrauben und sehr wenig Pentalobe. Und damit das nicht zu langweilig wird, spulen wir jetzt einfach mal ein bisschen vor. Also nach dem Entfernen dieser Schutzfolie hier, zack, können wir eigentlich anfangen, das zurückzurüsten. Das ist extrem fummelig. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4 Teile. Allerdings sind die schon ein bisschen zickig. Das erste, was ich machen würde, ist diese Platte hier aufsetzen. Und die schon mal fixieren, weil alles andere nachher darauf aufbaut. So, können wir jetzt auch kurz vorspulen, weil das sind ja, wie eben schon gesehen, einige Schrauben. Wenn die Platte drauf ist, dann kommt die Frontkamera dran. Die kann man sich zur Hilfe fixieren, muss man auch. Hier in diesem, ja, das ist so eine weiche Halterung, da kann man die Sachen reindrücken. Also zum Beispiel hier diesen Metallpin, nimmt man sich dann einfach da drauf, so zack, und drückt das so ein bisschen fest. Am besten hiermit, dann kann gar nichts passieren. Wie gesagt, das Rückbauen ist eine extrem fummelige Angelegenheit. Deswegen macht es wirklich Sinn, entweder es machen zu lassen oder das Teil komplett zu kaufen. Denn dann ist der Zusammenbau schon erfolgt. So, das ist jetzt fixiert. Dann kann man die Kamera umklappen. So, dann hat man hier schon mal wieder diese 1, 2, 3 Kontakte, von denen ich eben sprach. Und quasi die Selfie-Kamera installiert. Nach der Kamera muss noch der Annäherungssensor rein. Das ist der hier. Der hat 2 goldene Kontakte hier. Und 2 goldene Kontakte hier. Die müssen aufeinander setzen, aber erstmal müssen wir noch hier die Schraube reinmachen. Das holen wir eben noch nach. Dann ist die Platte nämlich komplett fixiert. So. Und dann kann man den hier einsetzen. Der hat hier auch so eine kleine Mulde. Die kann man in das Plastikding hier oder in das Gummiding auch einsetzen, dann sitzt der ein bisschen fester. Aber ich garantiere, solange man das Ding nicht festgeschraubt hat, springt einem das garantiert wieder raus. Allein schon wegen der Federn. Deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir es irgendwie hinkriegen. So, das können wir noch nicht festschrauben, weil es gibt noch diese Schutzplatte hier. Die muss dann auch noch da drauf. Und zwar so rum. So, zack. Noch ein bisschen hin und her schieben, bis das passt und schon haben wir da genug Platz für eine Schraube. So, ich habe das jetzt hier wieder zusammengesetzt, so wie das vorher war. Allerdings ist das nicht ganz einfach. Also wir haben hier einmal den Home-Button mit 2 kurzen Schrauben. Das kann man noch machen. Dann hier oben wird es aber etwas schwieriger. Hier kommt eine sehr lange Schraube rein. Das ist eine 4-1-Schraube. Und hier die beiden, die kann man sehr leicht vertauschen. Daher ist es wirklich ratsam, sich aufzuschreiben, welche Schraube man gelöst hat und dann auch so einen kleinen Plan vielleicht zu malen, wenn man das wirklich vorhat. Zu empfehlen für jemanden, der das noch nie gemacht hat, auf gar keinen Fall. Jetzt möchte ich aber trotzdem wissen, ob das noch funktioniert, wenn ich das wieder in das iPhone einsetze. Und dafür muss ich einfach nur zurückgehen, die Schritte, wie ich das auseinandergebaut habe. Also wie gesagt, hier diese 3 Kontakte. Das ist einmal von der Frontkamera. Und das vom Display und dann vom kapazitiven Display, sprich dem Touchscreen. Und das kann ich dann einfach da aufsetzen. Was hilft beim Aufsetzen, ist dieser grüne Spatel hier. Da kann man nämlich die Kontakte so ein bisschen separieren, dann die leicht drüber legen und dann mit Gefühl festdrücken. Man merkt dann, wenn die einrasten. Das ist nicht ganz easy, aber auf jeden Fall machbar und da kann auch nicht so viel kaputt gehen. So, wenn das zu fummelig ist, der kann das auch mit den Fingern versuchen. Einfach hochbiegen hier die Kontakte und dann einfach festdrücken. So, wenn wir die Kontakte fest haben, das waren also einmal die 3 hier, dann muss da zwingend wieder diese Platte drauf, die wir da rausgeholt haben. Die wird erst von hinten so ein bisschen eingehakt und dann drüber gelegt. Das ist auch wieder ein bisschen Fummelei, aber durchaus machbar. Und dann kann man das einmal so halten.
damit das nicht verrutscht. Und sobald da zwei Schrauben drin sitzen, geht es eigentlich. Vorher muss man immer hoffen, dass es nicht verspringt. So, dann kann man hier am besten die Schrauben etwas reinlegen und dann passt das auch schon. Wie gesagt, wenn eine Schraube drin ist, ist das schon ein bisschen entspannter. Wenn man dann noch unten die Schraube fixiert, dann ist es eigentlich schon so gut wie erledigt. Zwei und drei. Na, die zickt natürlich jetzt rum. Na. So. Und das iPhone ist wieder zusammengesetzt. Was man unbedingt noch kontrollieren sollte, ist, ob die Linse gerade sitzt. Das tut sie aber. Das sieht ganz gut aus. Und dann kann man das Display einfach wieder festdrücken. Und zwar am besten von oben. Oben an den Rand pressen und dann an den Seiten runterdrücken. Wenn das Plan abschließt, hat man irgendwas richtig gemacht. Wenn es nicht mehr zugeht, dann nicht. Aber in dem Fall sieht es ganz gut aus. Das schließt komplett Plan ab. Das sieht so aus, als wäre es nie geöffnet gewesen. Und dann können auch die zwei Schrauben unten wieder rein. Wie gesagt, das sind die Pentalobes. So, und dann hat man ein neues Display, was sogar funktioniert. Ich bin beeindruckt. Jetzt haben wir das Display getauscht. Und ja, ich kann das hier alles ganz normal benutzen. Es reagiert alles wie gewohnt. Das ist wunderbar, wird alles vernünftig angezeigt und wir haben viel Geld gespart. Allerdings hat das eine ganze Menge Nerven gekostet. Würde ich das also empfehlen? Eher nicht. 80 Euro kostet der Displaytausch, also nur der Displaytausch im Laden. Man kann in der Zeit 2 Stunden irgendwo anders hingehen und was machen, bekommt dann sein iPhone und hat sogar, wenn man in den richtigen Laden geht, noch eine kleine Händlergarantie, dass es auch wirklich funktioniert und alles ist gut. Macht man es selber, trägt man eine Menge Risiko, spart gerade mal 30 Euro vielleicht und muss sich dazu noch mindestens 2 Stunden hinsetzen und das mal alles so zusammenschrauben, auseinanderfrickeln. Ich kann es wirklich nicht empfehlen. Es funktioniert zwar noch, aber die Selbstreparatur von einem iPhone wirklich nur dann, wenn man Spaß daran hat, weil das ist sehr zeitaufwendig.